Herzlich willkommen zu einer Folge Dragon Quest 11 Streiter des Schicksals. Wir wollen uns heute um den Kristallmoloch kümmern, den wir schon mal herausgefordert haben und das wurde nichts, beziehungsweise ich weiß gar nicht mehr, habe ich den Kampf gezeigt? Na egal, jedenfalls waren wir schon mal hier und ja, da ist er. Er ist saustark, deswegen keine Ahnung, ob wir das jetzt noch schon hinkriegen. Aber seitdem wir das letzte Mal hier waren, haben wir uns auch ein bisschen verbessert vom Level her, deswegen, das soll schon ganz gut werden, hoffe ich mal. Man kann scheinbar keinen Astangriff hier rausholen, deswegen laufe ich einfach mal in ihn rein, würde ich sagen. Und dann kämpfen wir ein bisschen gegen ihn. So, das ist mein Team, was ich für den Kampf benutze. Rio ist einfach so drinne, weil ansonsten keiner gerade frei war. Ich hatte nämlich Jade und Bodo beide gekräftigt. Oh, sehr schön. Also ich habe halt irgendeinen Kampf gemacht, habe sie die ganze Zeit abwehren lassen, dann wurden sie halt irgendwann gekräftigt. Aus dem ganz einfachen Grund, dass das halt noch sinnvoll werden kann in Bezug auf den Bosskampf, den wir heute eventuell machen wollen gegen ja, sehr schön. Gegen, also wenn wir es schaffen, ich weiß nicht genau. Gegen den Jötun hieß das Vieh, oder? Was da wieder aufgetaucht ist. Und da wurde ja empfohlen, dass man dafür, der macht viel weniger Schaden. Da wurde ja empfohlen, dass man dafür eventuell Zick-Zack-Zuck benutzt. Deswegen habe ich die beiden eben gekräftigt. Weil Marvin kann ich ja so kräftigen mit meiner Fähigkeit. Und die beiden sind eben gekräftigt, weil warum nicht? Kann halt schon mal hilfreich sein, wenn die schon vor dem Kampf gekräftigt sind. Und dann können die beiden Zick-Zack-Zuck machen und können schön draufhauen. So, was machen wir Geiles? Ich würde sagen, wir machen einfach mal das hier. Dann können die beiden Zick-Zack-Zuck machen und hauen damit halt Ultra drauf. Oh, das war viel weniger, als ich erwartet habe. Sehr schön. Aber okay, er ist schon mal gelb. Der ist halt wirklich nicht, oh, das wollte ich gar nicht. Ich bin dumm. Der ist halt wirklich nicht so ultra stark. Aber, ja. Damals hat mich halt seine sehr vielen Angriffe sehr abgeschreckt. Na, das hier kann, by the way, wenn ich mich recht entsinne, auch paralysieren. Das ist auch sehr, sehr böse. Der kann halt dreimal angreifen und damals hatte ich noch keine, oh, das ist auch uncool. Aber ich glaube, da können die nur Zauber nicht treffen, oder? Ich glaube, ja. Damals hatte ich eben noch keine Mega-Heilung zum Beispiel. Und, ja, nur Multi-Heilung hat da halt nicht gereicht. Ich wollte eigentlich Panzerker machen. Hab mich da vorhin verdrückt. So. Hier nochmal eine Mega-Heilung. Weil das hilft halt ultimativ, wenn ich alle komplett voll heilen kann. Was hat er gerade für eine Bewegung gemacht, WTF? Bist du eigentlich ein Drache? Ich glaube nicht. So, ich meine einfach mal. Ich weiß nicht, wie viel macht ein Saus bei dir. Achso, der Popo Nebel, stimmt, scheiße. Aber ich voll vergessen. Das ist einfach nichts an Schaden. Und wenn man hier Spielverderber, also wenn er das macht, dann hat man eigentlich Glück, weil das hilft halt schon enorm, wenn der halt sowas macht, anstelle von einem krassen Angriff. Aber wie gesagt, weil ich jetzt eh relativ stark bin, ist es eigentlich egal. So, machen wir einfach mal. Weil, wenn ich jetzt mit ihr angreifen würde, mit Zaubern, würde es eh nichts bringen, deswegen heile ich ihn einfach mal. So. Damals ist die Paralyse, wie gesagt. Und wenn das halt noch den Heiler trifft, dann ist das ultra uncool. Jetzt könnte Serena sogar sterben, eventuell. Ne, okay, es macht gar nicht so viel Schaden, wie ich dachte. So, Panzerhacker wieder. Dankeschön, jetzt kann ich Marvin hoffentlich umbringen. Das wäre sehr schön. Dankeschön. Oh, wie er umfällt, der Arme. Gut. Gibt ein bisschen EP. Level 78 für Veronica. Level 77 für Erik. Läuft meine Aufnahme überhaupt? Ja, alles gut.
Ja. Und da ist eine Art der Evolution. Und wir bekommen den Harmoniekristall, den wir für die Mission brauchten. Für die wir das Vieh überhaupt besiegen sollten. So. Hier können wir eventuell noch was Cooles machen. Und zwar... Das braucht 16, das braucht nur 6. Deswegen holen wir uns mal das hier. Um hier was Nettes freizuschalten. Den Zwillingsdrachen, okay. Was ist hier oben? Ah, das will ich lernen. Das will ich lernen. Dann können wir doch wieder gehen eigentlich. Gehen wir direkt zur hohen Waste, würde ich sagen. Und ja. Damit wäre das geschafft. Dann können wir die Quest beenden. So, als nächstes auf meiner Liste steht ein Monster, was ich durch Zufall letztens entdeckt habe. Dafür müssen wir nochmal nach Kiesling zurück. Ich habe das Monster letztens entdeckt und dachte mir so, what the fuck? Aber das will ich euch zeigen. Und auch besiegen. So, wird es jetzt Nacht oder Tag oder so? Nacht. Ich hoffe mal, dass der Typ trotzdem noch da ist. Ich wollte jetzt eh gleich übernachten, wegen meiner Lebenspunkte. So. Ist er noch da? Ja, der ist Trainer, alles klar. Hallöchen, wir haben dein Zeug bekommen. Ah, ne, das ist der mit dem Folianten. Ach so. Oh, ich... Wo soll ich das denn dann hinbringen? Doch, der... Hohen... Warte. Ach, da drüben war das. Ach so, okay. Also oben die Mission, das weiß ich, dass es die nicht ist, weil das ist die neue Mission. Wir haben auch noch eine neue Mission, die wir bisher noch gar nicht annehmen konnten. So, ja, dann... Gehe ich mal in die Richtung hier. Dann nehmen wir die auch gleich an, würde ich sagen, wenn ich schon mal hier bin. Die beiden beten da wahrscheinlich irgendwas an oder so. Habt ihr Spaß, ja? Ist klar. So, hier lang muss ich dafür, genau. Ich bin gespannt, was ich für die Mission machen muss. Aber da es die letzte Mission im Spiel ist, die man annehmen kann, habe ich Angst, dass die anstrengend wird. Da habe ich sehr, sehr viel Angst vor. So. Hallöchen. So. Okay. Als Symbol der Liebe haben sich Seneca und Edwin Armbänder geschenkt. Unmögliche Liebe, trage euch insgesamt nur möglich. Sie waren keiner bestimmt, euer Schicksal hat andere Pläne, so traurig. Geht den Stadt und Armbänder. Okay. Habe Armband von Serenica, nicht Edwin, verloren seit Ewigkeiten. Edwins Armband. Stärkere Schwertfähigkeiten des Lichtbringers. Das ist ziemlich geil, ja. So, wo ist das? Armband. Tristan, Krischkafeld. Okay. Alles klar. Da muss ich mal gucken. Wir müssen ja nach Krischkafeld, beziehungsweise nach Eschenburg müssen wir noch, weil... Wir müssen ja auch noch meinen Vater wieder besiegen. Und so. Deswegen müssen wir eh dahin. In die Nähe. Ja, okay. Ist aber eine nette letzte Mission. Das ist keine, die irgendwie ultra nervig ist. Das ist keine, die mega anstrengend ist oder so. Es ist einfach eine Mission von wegen, hey, find mein Item. Voll okay. Und es ist auch eine schöne Mission von der Story her, finde ich. Es ist einfach so eine nette Geste irgendwie. Gut. Hafenseiten, ja. Die Hafen des Renekas. Okay. Werk vollbracht. Seiten gefertigt. Tafel verendet. Kommentar vielleicht unangebracht. Aber bin stolz. Ja, stolz.
Okay. Die heilige Kraft von Serena Kassar erhöht Serena als magische Heilkraft um 100 Punkte. Ui, geil. Das ist ziemlich, ziemlich geil. 100 Punkte einfach mal. Aber die Mission bringt es definitiv. So, jetzt haben wir nur noch 3 Missionen zum Beenden, oder? Ne, 4. Ah, stimmt. Wir haben ja noch die eine Müllmission mit... Okay, alles klar. Mit dieser dummen Klinge, wo ich immer noch nicht weiß, wie ich die mache. Aber egal. So, wir müssen nach Kiesling auf jeden Fall. Weil ich will euch da ein Monster zeigen in der Nähe. Was ich ziemlich interessant fand, dass es da vorkommt. So, und dann werben wir uns wahrscheinlich um das Monster im Hexheim. Ja, kümmern. Hoffe ich mal. Ey, das Let's Play ist echt noch... Wir haben echt noch einiges zu tun. Wir haben noch einige Story-Quests zu erfüllen. Wir müssen noch den Pfad der Drangsal machen. Was sagst du hier eigentlich? Okay. Wir müssen noch den Pfad der Drangsal machen. Wir müssen noch... Ja, allgemein das Ende des Spiels erreichen. Den letzten Boss und so. Das Monster meine ich, by the way. Der kommt immer so nebenbei vor. Ich würde sagen, wir besiegen ihn einmal für die Quote halt. Ja. Was müssen wir noch machen? Wir müssen noch einiges machen. So. Wie viel macht denn der gute alte Drachenhieb gegen den? 406. Oh, das ist einiges. So. Oh, sehr schön. Die Angriffskraft sinkt. Nett. Ach, und der ist sogar schon gelb. Ich dachte jetzt, es wird voll der schwere, krasse Kampf oder so, aber nö. Der ist einfach. Vor allem, das ist auch witzig, vor ganz vielen Parts am Anfang des Spiels sind wir vor dem Viechi noch schreiend weggerannt. Und jetzt machen wir das mal mit so 3 Hieben fertig gefühlt. Es war so geil damals, die ganzen Szenen als... Erik und Marvin weggerannt sind vor dem Vieh. Und jetzt machen wir es halt, wie gesagt, mal so nebenbei fertig. Das ist einfach krass. So die Entwicklung zu sehen. Okay, alles klar. Gut, dann gehen wir jetzt... Dann gehen wir jetzt nach Finnland. Aufs Schneefeld. Und durchstreifen mal den Hexhain. Da wird es auch bestimmt noch einige neue Monster dann geben. Die halt verfinstert wurden, wie auch immer. Und dann mal gucken. Ich hoffe, dass wir gegen den überhaupt eine Chance haben. Aber ich schätze mal schon. In der Dragon Quest 11 Switch-Version wird es, by the way, auch eine mobile Pferdeklappe geben. Da kann man das halt überall rufen. Apropos, ich habe letztens einen Artikel gelesen. Was alles noch so neu sein wird in der Switch-Version. Aber ich hab's wieder voll vergessen. Ich wollte eigentlich in einem Part drüber reden. Aber jetzt habe ich das alles wieder voll vergessen. Also auf jeden Fall, klar, Sachen, die wir schon wissen. Es gibt orchestrale Musik. Soweit ich weiß, aber nicht jeder Track, was irgendwie ein bisschen dumm ist, aber egal. Es gibt halt englische oder japanische Sprachausgabe, die neue ist. Es gibt halt neuen Story-Inhalt. Für jeden Charakter gibt es quasi einen neuen Story-Arc. Es gibt halt auch so ein paar kleinere Gameplay-Verbesserungen und so. Also es gibt schon noch einige Sachen, die halt verbessert wurden. Denke ich mal. So. Ich könnte jetzt den Artikel suchen. Während wir hier uns um den Gegner kümmern. Moment. Wo ist mein Handy? So, ich habe mein Handy gefunden. Dann suche ich mal schnell nach. Wenn ich tippen könnte. So, Moment. Erstmal hier wegdrücken. Ich suche da halt nur im Kampf nach. Wenn ich jetzt hier auch suche, während wir hier durchrennen, wäre das ein bisschen dumm. Aber ich finde den Hexhain voll schön, muss ich mal so bei mal anmerken.
ist halt ein Eisgebiet, was wir jetzt auch schon gesehen haben, aber ich mag einfach mit den Bäumen, mit dem kleinen Fluss da. Das ist irgendwie sehr schön und einladend auch so ein bisschen, ich weiß nicht. Apropos Platinerz, wir haben ja einiges an Platinerz bekommen, als wir das Dings versucht haben. Die Pferderennen, da habe ich einiges verkauft, einfach weil es halt, Platz im Inventar verbraucht und ich wollte ein bisschen Geld wieder haben. So. Was ist gerade passiert? Ach, Leute pennen einfach, okay. Ich habe jetzt halt gar nicht aufgepasst, was gerade passiert. So, ich habe jetzt zwar nicht die Artikel gefunden, den ich gelesen habe, aber einen anderen Artikel. So, neue Feature. Genau. Die Gruppenmitglieder laufen auf dem Feld hinterher. Das finde ich ziemlich geil. Das war auch schon in manch anderen Dragon Quest Spielen so, dass einem die Gruppenmitglieder so einfach folgen. Das ist auch voll okay. Und deswegen muss man jetzt nicht immer hier auf Plaudern gehen und kann jetzt hier so gucken. Ja, mit wem rede ich mal? Oh, die sagen sogar was Neues hier zu. Cool. Da können wir jetzt nicht hier mit einem reden. Das gibt es zwar immer noch, die Option, aber da kann man auch einfach so auf dem Feld die quasi hinter einem ansprechen. Das ist ziemlich, ziemlich geil. Das ist halt einfach, so ein kleines Ding, was das Gameplay ein bisschen verbessert und vereinfacht. Weil ich mag es halt, mit meinen Gruppenmitgliedern zu reden und zu gucken, was sie zu verschiedenen Situationen im Spiel sagen. So. Ja. Ich mag es eben zu gucken, was die verschiedenen Leute zu verschiedenen Situationen im Spiel sagen. Und deswegen ist es einfach eine kleine Vereinfachung, wenn man halt so quasi auf dem Feld mit denen reden kann. Und nicht immer so auf Plaudern gehen muss, dann muss das noch geladen werden, das Plaudernfenster und so. Das ist einfach einfacher. Weil einfach ist, genau. So, die will ich auch noch kurz besiegen. Dann, ja, wie gesagt, Musik kann man wechseln, habe ich ja gerade schon erwähnt. Von Original zu Synthesizer. Also, original. Orchestral zu Synthesizer, also die Musik, die wir hier gerade hören. Genau, man kann jetzt auch mit dem Pferd einfach Monster überrennen. Das geht zwar. Sorry. Es geht zwar in dem Spiel hier auch schon, aber nur wenn die Monster halt deutlich schwächer sind als der Protagonist. Und jetzt kann man, glaube ich, so habe ich das zumindest verstanden, jedes Monster überrennen. Schon von Beginn an. Und es ist relativ spannend eigentlich. Nee, Quatsch. Falsch. Ich bin dumm. Falsch. Vergesst das. Das ist falsch. Das ist eine Falschinfo gewesen. Man kann jetzt, wenn man Monster überrennt, EP bekommen dadurch. So war das. Falsch. Vergesst das, was ich davor gesagt habe. Das ist falsch. Man bekommt, wenn man die Monster überrennt, EP. Also, es ist wahrscheinlich weiterhin so, dass nur manche halt überrannt werden können, die halt schwach genug sind. Und wenn man die überrennt, bekommt man dann EP dafür. Okay, falsch. Vergesst es, was ich davor gesagt habe, das ist falsch gewesen. Das ist wirklich, wirklich falsch gewesen. Ach, Mann. Man muss halt richtig lesen können, es tut mir leid. Das kann ich nicht, habe ich in der Schule nie gelernt. Nein, Spaß. So. Und ja, man kann auch die Kampfgeschwindigkeit verändern. Das finde ich auch sehr schön. Das war eine Sache, die habe ich in der Dragon Quest 8 3DS-Version sehr lieben gelernt. Dass man halt wirklich sagen konnte, okay, der Kampf ist mir jetzt hier gerade ein bisschen zu lahm. Deswegen drehe ich mal die Geschwindigkeit so ein bisschen hoch. Dass der Kampf eben einfach schneller abläuft, wenn man eben gerade mal in Eile ist oder so, keine Ahnung. Auch keinen Bock auf Kämpfen hat, dann kann man das schnell einstellen, das Feature, und ja, damit eben einiges an Zeit ersparen. Und was das Beste ist an der ganzen Sache, das Spiel kam ja in Japan auch für ein 3DS raus. Und aus der 3DS-Version stammt ja auch die 2D-Optik.
Und in der 3DS-Version gab es einige optionale Quests, die es in der PS4-Version nicht gab. Die so waren, dass man die Welt oder Teile der Welten aus alten Dragon Quest-Spielen besuchen konnte. Das heißt, da gibt es halt irgendwelche Orte aus, meinetwegen Dragon Quest 2, 1, 3, aus allen alten Dragon Quest-Spielen. Und dann erlebt man da halt ein paar Quests irgendwie, so Sachen, die halt in den alten Spielen passiert sind. Und, ja, diese Quests werden auch in die Switch-Version genommen. Zwar mit ein paar Änderungen, soweit ich weiß, aber, es gibt sie. Und das finde ich so geil, weil das bedeutet ein Haufen neuer Content. Für uns im Westen, die in Japan kennen es halt schon aus der 3DS-Version, aber für uns ist das eben ein Haufen neuer Content. Wenn man drüber nachdenkt. Wow, das war die wichtigste Katze im Spiel. Definitiv. So, okay, den müssen wir jetzt erstmal besiegen. Ah, guck mal, hier haben wir Haya-Hieb. Cool. Den brauche ich ja für eine Quest. Wusste ich gar nicht, dass ich den mit ihm habe. So, ja. Kälteresistenz sinkt. Uncool. Den müssen wir jetzt erstmal besiegen. Oh, der kann Schnarch. Das gefällt mir nicht. Warum kannst du Schnarch? Machen wir erstmal eine Mega-Stärkung. Aber ja, wo war ich? Ich war bei der Dragon Quest 11-Sache. Also dadurch gibt es halt wirklich unfassbar viel neuen Content, der bei uns in der Version halt nicht vorhanden war. Oh Gott, das ist nervig, dass er Schnarch kann. Und das finde ich persönlich halt wirklich ziemlich geil. Weil neuer Content ist immer gut. Und, oh, du bist so ein Idiot. Neuer Content ist immer gut. Und wenn es halt sogar einfach, was halt so an Anlehnung quasi an alte Dragon Quest Spiele ist, ist es halt noch geiler. Finde ich zumindest. Das ist einfach schön. Und deswegen bin ich sehr zufrieden damit. Und deswegen gibt es eben für uns Europäer neben den neuen Inhalten, die auch für Japaner neu sein werden, die Charakter-Stories eben, gibt es für uns Europäer halt auch noch komplett neu. Oh, sehr schön. Komplett neu die Stories der anderen Charaktere und so. Und das ist ziemlich, ziemlich geil. So. Ich werde schon mal hier ein bisschen wechseln. Oh, jetzt pennen wirklich alle ernsthaft. Und zwar hole ich schon mal dich rein und dich rein. So. Und dann kann ich gleich... Hey, warum ist... Ich wollte gerade sagen, warum ist Jade nicht bekräftigt? Wurde das gerade durch den Schneeball weggemacht? Ernsthaft jetzt? Oh, wie lächerlich ist das? Oh, ich könnte kotzen. Der Kampf ist ja unfassbar nervig. Wisst ihr was? Nö. Das mache ich neu. Ich habe mir die extra vor dem Kampf schön gekräftigt. Okay, dann hole ich die auch erst rein, wenn der rot ist. Ich habe mir die extra vor dem Kampf alle schön gekräftigt und der macht einfach einen Schneeball und macht das damit weg. Ey, wie dumm ist das bitte? Das kotzt mich halt gerade wirklich an. Also das kotzt mich an, das ist halt mega nervig. Warum baut man denn sowas wieder ein? Das ist einfach eine unfassbare, nervige Gameplay-Idee mal wieder. Also Square, ich mag euch echt gerne und ich liebe dieses Spiel wirklich, wirklich gerne. Aber manche kleine Sachen sind halt wirklich unnötig. Also halt wirklich. Aber okay. Ist halt so. Kann man jetzt nicht daran ändern.
Sie haben das nun mal so gemacht, sie haben das nun mal so einprogrammiert, deswegen ist es halt so. Gut, Square. Gut. Aber das nächste Mal bitte nicht. Dankeschön. Ja, das ist halt furchtbar nervig. Aber ja, ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von den Veränderungen und Verbesserungen und neuen Gameplay-Sachen aus der Dragon Quest 11 Switch-Version halt. Weil ich finde es, wie gesagt, echt ziemlich, ziemlich großartig, dass die halt die 3DS-Quests reinnehmen. Das war wirklich mein großer Wunsch. Entweder sie lokalisieren die 3DS-Version, dass man die 3DS-Quests auch bei uns spielen kann. Oder sie packen die eben so rein. Und sie haben sie so reingepackt. Das finde ich halt ziemlich gut. So. Vor allem wieder dreimal angreifen kann. Jetzt ist auch noch Serena. Och Mann, ey, ist das nervig. Oh Gott, ey. Jetzt pennt Serena auch. Doch ein Hendrik schläft eh immer. Hatte Hendrik nicht mal irgendwie ein Item, das er eigentlich nicht durch irgendwelche negativen Effekte getroffen werden kann? Scheinbar doch. Weil für mich ist Schlaf ein negativer Effekt. Oh boy. Der kann auch noch Energieschub. Ernsthaft jetzt? Ich pack Rio raus. Das ist dumm, weil ich kann jetzt halt gerade nicht heilen. So. Ist ja gerade wirklich zweimal ausgewichen, wirklich jetzt. Kannst du bitte aufwachen? So, meine Güte. Rise and shine. So, ja, okay. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Er ist sogar schon gelb, sehr schön. Dann machen wir meine Vollheilung auf Marvin. Auch wenn die jetzt gar nicht nötig ist, ist mir das egal. So. Okay. Der haut halt wirklich sau viel Schaden raus. Warum wird eigentlich immer Serena zum Einschlafen gebracht? Voll dumm. So, jetzt holen wir uns mal die verbrannte Erde. Ich weiß aber jetzt nicht, ob er so klug war, weil er bekommt ja jetzt dadurch quasi mega viel Schaden. So. Dann holen wir uns schon mal Jade und Bodo rein. Und dann machen wir jetzt nochmal Schwerttanz. Und dann gleich Jade dran ist. Machen wir. Nein! Das ist so unfair, das ist so unfair. Das ist einfach so lächerlich. Einfach so lächerlich, ohne Scheiß. Hast du eine Kraftkosche eventuell? Ja, danke schön. So, dann machen wir gleich Zickzack-Zuck. Ich hoffe, das bringt den um. Wenn nicht, muss es halt mit Zack mit Marvin machen. Es ist halt eh egal. Ich will halt bloß Zickzack-Zuck machen, weil es was Neues ist, weil ich es zeigen möchte. Aber ich könnte es ja auch nur mit Zack machen, soweit ich weiß. So, jetzt bin ich gespannt, wie das aussieht. So. Die pumpen mich mit Power auf oder so. Und dann hole ich einfach die Blitze des Todes runter. Und das bringt ihn nicht um. Toll. Ich weiß jetzt halt nicht, wie viel ich noch angreifen darf. Deswegen mache ich lieber nichts. Nein! We win again. Wow. Wow. Ja, toll. Ich weiß. Gut, machen wir es halt nochmal.
Die verbrannte Erde war also eine sehr dumme Idee, ich verstehe schon. Ich wollte nur irgendwas Cooles machen, aber okay, dann halt nicht. Gut, dann machen wir es halt so. Auf die alte hergebrachte Weise. Greif mal schön an. Gut, 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 gut. Dann machen wir jetzt mal Mega-Heilung, würde ich sagen. Ich habe genug MP, deswegen kann ich mal so ein bisschen verschwenderisch sein. Ich mach's Volltreffer. Ja, ist er. So, sehr schön. Und du wieder den Schwerttanz. Ja, was auch immer. Wow, der hat... Das hat echt nicht lange gehalten. Das ist krass. So. Och nee, hör auf. Warum denn? Das muss doch nicht sein. Aber okay, dann halt so, meinetwegen. So, machen wir direkt hier. Was? Heißt der Zauber so im Englischen eventuell? WTF. Das klang sehr seltsam. Haben wir noch nie im Spiel gehört, mal was Neues. Guckt mal einer an. Und tschüss, Erik. Das war ein sehr schmerzhafter Tod, glaube ich. So, wir machen ihn jetzt schon mal hoffentlich rot. Sehr rot, ja. Du überlebst Erik wieder. Und dann hole ich gleich schon mal Dings und Dings rein. Genau, Dings und Dings. So. Ja. Erik haut jetzt rein. So. Als ob der dadurch stirbt. Oh, der hat halt echt nicht so viele KP eigentlich. Der hat echt nicht so viele KP, wie ich dachte. Aber okay. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Dass mir der Gute nicht wegstirbt. Irgendwie. Irgendwie wird das schon was. Hoffe ich. Haha, Vollidiot. Oh nee. Oh, natürlich alle außer Erik. Außer Hendrik, meine ich. Hast du nicht irgendwas zum Aufwecken eventuell dabei? Allheilmittel halt bestimmt nicht alle, oder? Moment. Ja, da steht halt nicht, was es heilt oder so. Toll. Dann... Aha, blinde Kuh, das haben wir noch nie gesehen, deswegen... Zeig mal, wie das aussieht. Wow, das ist ja nix. Ich dachte, ich würde ein bisschen mehr Schaden machen. Ja, Erik ist gleich eh tot. Erik ist tot. Oh, ja, scheinbar wird der Kampf ein bisschen nerviger als die andere. Uff. Uff, sage ich dazu nur, wirklich. Uff. Warum musst du jetzt pennen? Kikiriki! Ja, was auch immer. So, Schwerttanz. Es wird schön ordentlich Schaden zufügen. Du heilst bei den guten Erik, weil der hat's verdient. Der hat sich so brav für uns aufgeopfert. So, und du... Mach's mal Axt der Angst. Sehr schön. Wie er immer auf Erik geht, der Arme. Jetzt geht er mal auf mich. So. Macht ihn das jetzt rot.
Oder drehen die das wieder um? Ich bin sogar schon gekräftigt. Perfekt. Ist ja rot. Ja. Dann wechseln wir jetzt durch. So, Koop-Kräfte. Zickzack, zuck. Ich hoffe, das bringt ihn diesmal um. Wenn nicht, mache ich halt wirklich nur noch Zack mit Marvin. Durchgehend. Dann gehe ich mit allen anderen auf Abwehr oder Heile oder so. Mit Marvin mache ich dann Zack. Oh, der Kampf ist wirklich anstrengend. Das raubt meine Nerven. Und er ist natürlich nicht gestorben. Nicht mehr eh denken können. Wehe auf Marvin, dankeschön. So. Dann machst du jetzt eine geile Mega-Heilung, würde ich sagen. Sehr schön. Du gehst auf Verteidigen. So. Hör doch mal damit auf, das ist uncool, weißt du das? Haha. Und du machst jetzt Zack. Wo ist ein Zack? Da. Hoffentlich bringt ihn das um. Dankeschön. Und dann hat er es geschafft. Oder sollten es geschafft haben. Ja, hast du. Okay, Serena Level 74. Haben wir vorhin schon gesehen. Nein. So absorbiert die himmlische Energie und wird als heiliger Jötun wiedergeboren. Der Großhüter des Hexheins. Sehr schön. Was ist los mit dir? So. Scheint sich über seine neue Heiligkeit ja zu freuen. So. Ja. Und du kommst jetzt, ich wollte gerade sagen, mit nach Kiesling. Genau. Wundervoll. Ich hätte ja auch nichts Besseres zu tun, als einfach mein Dorf zu beschützen. Was auch immer. So, jetzt gehen wir noch kurz zurück nach Firnland, dass wir dem Typen Bescheid sagen können, von wegen, yay, wir haben Jötun besiegt. Alles ist wieder wundervoll und ich hoffe, du nervst mich nie wieder mit irgendeiner Kleinigkeit. Und dann können wir im nächsten Part nach Kiesling gehen und dort bestimmt eine schöne Cutscene zu sehen bekommen oder so, wie alle freudig sind, weil, ja, Kiesling wieder aufgebaut ist. Und dann kümmern wir uns wahrscheinlich um meinen... Also um... den Vater von unserer Hauptfigur hier. Genau. So, rennen wir schnell ins Schloss. Und geben dem Typen Bescheid. Ich weiß nicht mal, ob wir das machen müssen, aber ich mach's einfach mal. Weil er wird ja bestimmt auch irgendwas Spannendes sagen dazu, schätze ich mal, oder? So, ich muss übrigens zugeben, dass ich den zweiten Kampf gegen das Vieh schon kannte. Aber dazu sage ich gleich noch was. So, ja. Ja, das haben wir auch schon in Büchern gelesen. Ja, er wacht nicht mehr am Hexhain, aber egal. Und zwar war es nämlich so, Moment. Habe ich damals Zitronen hier unten schon gelootet in dem Keller? Ich bin mir gerade nicht mal sicher. Und zwar, als Dragon Quest 11 kurz bevor es rauskam, habe ich mir, in einem Let's Play von, eventuell kennt ihr den Kurando, das ist ein Typ, der Let's Playt oftmals halt japanische Spiele, wie eben Dragon Quest auch, weil er halt japanisch kann, und kann den dann eben schon vorher spielen, ja, hier war ich schon, genau. Okay, und da habe ich einfach mal so aus Vorfreude in irgendein random Part reingeklickt, und das war halt der, wo er gegen das Vieh gekämpft hat. Das zweite Mal. Jetzt hier in der, Sache. Ich bin übrigens... Ja. Deswegen, deswegen wusste ich das schon. Dass der halt, dass wir den nochmal besiegen müssen. Deswegen der Kampf war quasi nicht klein.
Das wollte ich noch was anmerken. Gut. Dann war es da jetzt auch von diesem Part. Ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein. Bis dann, ciao. Euer V-Road. Tschüss.